Hallo allerseits, hier ist wieder mal euer TTB. Herzlich willkommen zurück in Minecraft. Wir wollten uns hier, aua, den Hals brechen. Nein, wir wollten uns eine Monsterfalle bauen. Und jetzt hat mir jemand gesagt, TTB, mein guter Freund hier, das war Endzeitkind LP. Ich habe gesagt so im TGN Directors Chat so, ja, ich baue mir jetzt hier gerade eben so wunderbar und schön und fröhlich einen Skelettabsaufer. Und dann meint er zu mir so, nee, pass mal auf, du, da habe ich was Tolles gesehen. Das solltest du mal nachbauen. Damit kannst du nämlich nicht nur Skelette farmen, nein, nein, du kannst auch XP grinden. Und das hat mich so platt gemacht, dass ich mir gedacht habe, hey, das musst du nachbauen. So, als allererstes brauche ich jetzt mal hier... Ja, mein Kraftgott, sag nur was dagegen, es hilft dir gar nichts, ich baue das Ding trotzdem nach. So, das allererste, was ich jetzt hier mal brauche, ist ein Gebiet... Da mag wirklich jemand nicht, dass ich das Ding baue, hä? Na, ist mir egal. Ich bin verrückter Wissenschaftler. Da muss es auch immer schön donnern. So. Zwei Felder über dem Spawner an Zeug. Okay, das ist gut. Und zwei Felder unter dem Spawner frei. Ist das richtig? Nein, das sind zu viele. Okay, dann nehmen wir mal das hier raus, das hier raus, das hier raus, das hier raus. Und oh oh. Oh oh. Das war vielleicht nicht die klügste Sache, die ich je getan habe. Gucken wir mal, ob wir so noch genügend Licht herkriegen, dass das Ding... Was zum Henker? Was ist das? Ach, ein Enderman bestimmt. Okay. Das ist ja auch nochmal weg. Hoffentlich reicht das jetzt an Licht überhaupt. Oh oh, was zum Henker? Das muss ein Enderman sein. Dämliches, nerviges Viech, dämliches. Okay. Schön und gut. Es sollten zwei Felder unter dem frei sein. Hier sind aber drei frei. Das heißt, eins zu viel. Okay. Macht nichts. Wir bauen das hier noch. So. Ah, schaut doch schon mal ganz gut aus. Ups. Steine? Ah, ich habe noch genügend Steine. Sehr schön. So gefällt mir das. Hops. Okay. Gut, so weit, so gut. Jetzt muss ich, hups, in den Tod fallen. Nein. Ich muss anfangen zu zählen. Hier draußen, okay. Brrr, okay. Wo ist denn die Mitte von dem Ding hier? Das ist ungefähr die Mitte, oder? Ja. So, jetzt brauche ich 1, 2, 3, 4 Blöcke in jede Richtung frei. Warum muss es donnern und gewittern? Immer wenn ich am Arbeiten bin, muss es donnern und gewittern. Hätte ich es oben ja gar nicht vollbauen brauchen. Ach, so ein Käse. Ah, egal. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das mache, ob ich es erstmal baue, teste und euch dann zeige oder ob ich es einfach mal live ausprobiere. Ich denke einfach, live ausprobieren wird viel lustiger. Eins, zwei. Ist jetzt bald der Ruder oben hier? Gottverdammtes Gewitter. Wird man ja wahnsinnig. Drei und vier. Okay. Das sollte so genau richtig sein, hoffentlich zumindest. Zack, zack. Alles schön abbauen. Der Bodo mit dem Bagger. Oder der Presslufthammer. Bernhard. Jo, die beiden, die könnte ich jetzt gerade eben brauchen. Okay, sehr schön. Das wird quasi hier einfach mein Spawnraum. Ja, da tauchen die Monster dann auf, bevor sie dann um die Ecke gebracht werden. Ich frage mich gerade echt, ob das so klug ist hier. Ich hoffe mal, dass das hier... Warte mal, vielleicht kann man hier noch so ein Licht hin machen. Ich habe halt die ganze Zeit Angst, dass der Monster-Spawner plötzlich loslegt. Und ich mir laufend gegen die Skelette kämpfen muss, während ich gerade am Raum ausbuddeln bin. Was nicht ganz so gut wäre. Und ein bisschen ungesund. So. Was haben wir hier? Eins, zwei, drei. Da brauche ich noch einen. Weg mit dir. Hier. Ist jetzt bald der Ruder oben. Das glaubst du einfach nicht. Immer diese Randaliererei. Nie kann man in Ruhe was zusammenbasteln. Du willst einfach nur ein bisschen Minecraft aufnehmen, dann fängt es an zu donnern und zu krachen. Krachbumm, rumpst dich. Okay, da drüben fackelt das Skelett ab, das ist gut. Das heißt nämlich, dass das Gewitter endlich vorbei ist. Juhu. Sommer und Sonne und Sonnenschein, die Badehose auspacken, ab in den Teich. Und Mädels jagen gehen, was man halt so macht im Sommer. So, natürlich mit Pfeil und Bogen, ne? Ui, gruseliger Höhlensound. Das ist auch nicht schlecht. So. Oh, shit. Ja, genau das meine ich.
Licht. Eieieiei, lass mich in Ruhe. Der mich ist Drecks wie ich. So, Schluss da. Ah, bin ich erschrocken gerade eben. Oh Mann, das war gemein. Ich glaube, wir machen es einfach mal so fürs Erste. So. Hier spawnt erstmal nichts mehr. Die Dinger kann ich nachher einfach weghacken. Wenn ich die beiden weghacke, dann geht der Spawn los. Okay, sehr schön. Dann kann ich jetzt hoffentlich endlich in Ruhe buddeln. Meine Güte, bin ich gerade erschrocken. Danke, jetzt bin ich wach. 1, 2, 3. Das ist der vierte, okay. Das heißt, das hier müssen wir noch alles wegknacken. Knack, knack. So, wie die Knackwurst. Na, da frisst sich jetzt hier meine Diamantspitzhacke durch. TTB Fun Fact Nummer 32.434. Als ich mein erstes deutsches Let's Play gemacht habe, hatte ich keine Ahnung, wie das Ding hier heißt. Ich kannte das nur unter Pickaxe. Naja, was soll's. Dumm die dumm. Wurstel, Wurstel. Buddel, Buddel. So, okay, schaut gut aus. Ja. Jetzt müsste es hier, ich glaube, einen Block abwärts gehen. Genau, also nur einen und nicht 20 Millionen. Das heißt also, wir machen mal hier eine kleine Auffüllarbeit. Das ist toll rauszufinden, dass man das ganze Zeug, was man in der letzten Episode gebaut hat, eigentlich direkt schon wieder rausschmeißen darf. Dumm die dumm. Aber so geht's halt manchmal in Minecraft. Und das Schöne ist, das Ganze kann man ja wenigstens einigermaßen ohne Konsequenzen machen. So, okay. Ah, schaut gut aus. Hier nochmal auffüllen. Ups. Hier, zack, zack. Die Leiter muss auch weg. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Ah, so, okay. Das Ding auch weg. Viel besser. Alrighty. Und jetzt? Jetzt muss man, glaube ich, hier einen Block runter. Und dann das Ganze so ein bisschen trichterförmig ausbauen, habe ich mir sagen lassen. Gucken wir mal, ob das dann so passt. Wir werden es rausfinden. Hier eins noch, okay. Mhm. Okay, und dann geht es jetzt, tja, würde es dann hier weitergehen? Eins, und hier wäre der zweite Block, das heißt also hier würde es dann nach oben gehen. Okay. Ich versuche mich nur gerade eben so ein bisschen zurechtzufinden. Ist gar nicht so einfach. So, was ich jetzt brauche, um hier überhaupt weitermachen zu können, ist erstmal einen Weg nach draußen. Okay, sehr schön. Die Leiter können wir mitnehmen. Zombie doch irgendwas rum, oder? Na egal. Pam, 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 pam. Wie machen wir das jetzt am dümmsten hier? Hier kann man raus. Kann man hier irgendwas machen? Nein? Okay. Ach, egal. So, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Wo gibt's hier die nächste Wasserquelle? Da hinten ist Wüste. Gibt's in der Wüste Wasser? Ah, da unten gibt's ein Skelett, aber das interessiert mich gerade eben nicht. Was habe ich überhaupt alles dabei? Oh mein Gott, ich habe so viel Zeug dabei. Ich glaube, ich gehe erstmal meine ganze Beute heimbringen. Und auf dem Weg was, ein bisschen Wasser suchen. Zumindest von meinem Haus, aber auch Wasser. Schlagen wir gleich mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann lohnt sich's wenigstens. Warum regnet das eigentlich schon wieder? Was habe ich denn dem ganzen hier Sache hier getan? Dumm, die dumm. Ah, ein braunes Schaf. Aber Schafe sind gar nicht mal so verkehrt. Ich wollte mir eh ein Bettchen in meine Werkelhütte stellen, von daher. Hallo Schafi, lass uns knuddeln. Ja, ich weiß, man kann Schafe auch scheren und so, aber hey. Wozu Schafe scheren, wenn man sie auch töten kann? Kommst du her? Lass dich umhauen. So. Ach Menno, der gab nicht mal was. Oh, das ist aber auch ein schöner Baum hier hinten. Oh, Schweinchen. Komm her. Oh, Schweinchen, hast ausgegrunzt. Du auch. Oh, ich kann das Essen gar nicht mitnehmen. Moment. Den ganzen Gravel hier wegschmeißen. Ja, schon viel besser. Halt. Oh, schmeiß noch den Redstone weg. Was soll's? Das bisschen Erz braucht auch kein Mensch. Dumm, die dumm. Ah, das noch ein bisschen Wolle. Ich hab zu viel Schrott dabei. Die Setzlinge brauchen wir auch nicht. So. Jetzt kann ich hoffentlich das Schaf abschlachten. Und einpacken. Ja, sehr schön. Ah, nochmal ein Schaf. Ah, mit der Performance bin ich eigentlich einigermaßen zufrieden bis jetzt, aber wir haben immer noch Einbrüche.
Okay, das liegt wahrscheinlich gerade eben daran, dass du die Welt gerade eben neu laden musst, weil ich ja gerade unterwegs bin Richtung Heimatland. Aber hey, was soll's? Ha, da ist Wasser. Können wir gleich mal Wasser mitnehmen. Dumm die dumm. Hier so. Zack, eins, zack, zwei. Das reicht eigentlich, mehr brauchen wir nicht. Warum brauchen wir nicht mehr Wasser? Weil man sich eine Quelle des unendlichen Wassers bauen kann. Okay, wir müssen also nachher an diesem Ding hier vorbei. Okay. Ich werde mir noch ein paar Fackeln hinstellen. Wird es eigentlich gerade schon wieder dunkel, oder was? Oh je, oh je. Jetzt aber zack ich sprintend nach Hause. Bevor es dunkel wird und wieder Monster kommen, die mir die Nase abkauen wollen. Ich hänge an meiner Nase. Und das kennt man schon seit spätestens Urmel aus dem Eis, dass es eine schlechte Idee ist, sich seinen Nasengipfel ja abbeichen zu lassen. Ja. Und wer jetzt noch weiß, aus welchem, auf welchem Charakter dieser Spruch immer kam, der kriegt eine 1. Mit Stern. Ui, da sind schon Spinnen und Zeug. Da geht die Sonne unter. Da, das schon. Au, oh, shit! Och, nö. Ich trottel. Wasser, nein! Oh je. Und herzlich willkommen zurück. Ich bin, tja, so wie der Minecraft-Gott mich schuf und leg mich jetzt erstmal ins Bett. Was will uns der Autor mit dieser Geschichte sagen? Wenn ihr irgendwo zwischen euren Häuslein ein bisschen Lava habt, dann tut eine ganz, ganz wichtige Sache, baut so komische Fallgruben zu. Och nö, meine Güte. Das war peinlich. Jetzt muss ich ja noch vor Creepern davonlaufen. Naja. Nein, es gibt an dieser Stelle keinen Freakout. Es gab nur ein ziemlich dämliches Grinsen von mir. Oje, oje. Also das war mal wirklich ein Epic Fail. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas retten können. Aber ich glaube allerdings nicht. Ah, irgendwas? Nein? Gibt's noch was zu retten? Alles im Arsch. Nun ja. Wie sagt man so schön? Wie gewonnen, so zerronnen. Aber das macht nichts. Es ist eh dann irgendwann heute Nacht um, keine Ahnung, 2 oder 3 wieder ein lustiges TGN-Treffen. Von daher werde ich einfach die Zeit nutzen und währenddessen neben Reden und Denken Minecrafteln und noch mehr Zeug abbauen. Lass mich doch in Ruhe, dämlicher Creeper. Ich hab dir gar nichts getan. So, hier, zack, Türe zu. Nee, 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 nee. Okay, das heißt also, ich gehe jetzt erstmal her und werde mein Zeug quasi neu herstellen. Schauen wir doch mal, was haben wir? 20 Diamanten, genug Eisen. Ja, das ist kein Problem. Aber das allererste, was ich da machen gehen werde, ist diese Lava. diese Lava-Pit dicht machen. Ich meine, man kann die natürlich auch benutzen hier, um zum Beispiel seine Öfen ewig anzuschmeißen, aber wie soll man sagen? Wie gewonnen, so zerronnen. Und gerade eben hab ich ziemlich viel zerronnen. Ups, kommst du her? Hier, Glas, das brauchen wir jetzt aber gerade eben alles nicht. Okay. So, hier mal das Eisen mit. Ich brauche ziemlich genau 5 Diamanten wieder. Ja. Und eine ganze Menge Eisen. Habe ich noch Essen? Ja, Rindersteaks. Rindersteaks sind gut. Okay, und Hühnchen. Hühnchen ist auch toll. So. Halt. Und dann brauche ich vor allem auch noch viel Holz. Auch für später noch. So. Halt. Habe ich da nicht irgendwie Stöckchen und so drin gehabt? Halt. Hier waren noch Stöckchen drin, oder? Ja, 64 Stöckchen. So, komm mal du her. Jetzt nehmen wir erstmal 32 Holz, machen da Planken draus. Okay, sehr schön. Dann bauen wir uns mal ein Rudel Fackeln. 64 Stück. Okay, reicht schon. So, dann fangen wir mal an. Diamant-Spitzhacke. Halt. Diamant-Schwert haben wir auch wieder. So, jetzt fühle ich mich schon mal wieder besser. Dann bauen wir uns nochmal eine neue Schaufel und eine neue Axt. Ah, schaut doch schon ganz gut aus. So, dann brauche ich noch ein paar Kübel, nämlich genau 2. Und wenn ich gerade eben meinen Wasserkübel, wie sonst auch immer, standardmäßig hier unten eine Leiste gehabt hätte, wäre gar nichts passiert. Aber naja, was soll's. Dann brauche ich dazu noch eine neue Rüstung. Das ergibt eine Chestplate. Das ergibt die Hose, das ergibt den Rübenschutz und das hier die Stiefeletten. So, sehr schön. Haben wir noch
eins hier rumlegen. Okay. Das kann wieder hier rein alles. Und ich ziehe mich neu an. So, Mütze auf. Schienbeinschoner an, etc. Okay. Schaut gut aus. Damit bin ich wieder offiziell am Start. Und bereit für neue Schandtaten. Grrr. Aber zuallererst nehmen wir jetzt mal hier ein bisschen... Ah, nicht Gravel. Gravel ist blöd. Dreck. Dreck ist gut. Dreck ist gut. Nehmen wir ein bisschen Dreck mit. Und dann gehe ich in der nächsten Episode hier das Feuerloch stopfen. Bis dann.